Radovid ist begabt, aber zu jung. Er begreift noch nicht, dass nur Tote wirklich schweigen. Weil Redanien Nilfgaard einen Gefallen tut, helfe ich dem König. Natürlich tust du das. Was für ein Gefallen ist denn das? Mir kannst du's sagen. Tote plaudern ja nichts aus. Das stimmt. Aber ich bin vorsichtig. Ich verspreche dir, wenn du kalt bist, erzähle ich es dir in allen Einzelheiten. Schade, dass du das nicht mehr erlebst. Lokmuin wird eine große Überraschung. Für die Magier und die Könige. Niemand mag es, wenn andere für ihn entscheiden. Schon gar nicht der König. Du bist gefährlich, Hexer. Und zu unabhängig. Einst wird Radovid mir dankbar sein, und nicht nur er. Tötet ihn! Aber Vorsicht vor seinen Zauberkünsten! Halt ihn fest, Hart! Ich hoffe, diesmal sieht man besser, was man tun muss. Bitte, Geralt, töte ihn! Bitte! Bitte! Der muss tot sein! Bitte! Ich hasse ihn! So sehr! Bring mich hier raus! Zuerst beantwortest du mir ein paar Fragen. Wo ist sie denn jetzt? Als ich verhaftet wurde, war sie bei Sheila. Sie wollten zu den Verhandlungen gehen. Wie wirkt dein Zauber? Saskia kann sich meinem Willen nicht entziehen. Aber keine Sorge, sie leidet nicht darunter. Sie hält mich einfach für den wunderbarsten Menschen der Welt, als wäre sie verliebt. Und sie ist weiterhin im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte, ihres bezaubernden Charakters, ihrer Schlagfertigkeit, ihrer Würde. Das klingt, als wäre sie verliebt. Das müssen wir dir nicht unbedingt sagen, oder? Dass wir mit Jorvet hier sind? Ist das wahr, was Schillard gesagt hat? Über die Loge und die Königsmörder? Schillard hat gesagt, was Radovid hören wollte. Halbwahrheiten ohne Zusammenhang. Praktisch hat er gelogen. War Triss daran beteiligt? In der Hinsicht ist sie unschuldig. Allerdings war sie dir gegenüber in vielen Dingen unaufrichtig. Oh je. Das kannst du mir glauben. Und wozu das Ganze? Welches Interesse habt ihr daran, Könige umzubringen? Hilf mir hier raus. Dann erkläre ich dir alles und helfe dir, Saskia zu entzaubern. Nimm mir die Fesseln ab und bring mich in mein Quartier. Ich flehe dich an. Ich sage dir alles. Alles! Alles, was wir hören wollen, sagt sie uns, Freund. Ich glaub ihr nicht. Aber ich glaube tatsächlich, dass Triss uns einiges verheimlicht. Da haben wir ein Problem. Ich habe keine Zeit. Warum nicht? Musst du dich an einer blinden Frau rächen? Schillard sagt, sie haben Triss. Ich muss sie befreien, bevor sie ihr die Augen ausstechen, wie dir. Eine Expedition ins Lager von Nilfgaard ist glatter Selbstmord. Tja. Einen Freund im Stich zu lassen, ist glatte Niedertracht. Nur ich weiß, wie Saskia entzaubert werden kann. Hol mich hier raus. Wenn ich umkomme, ist ihr nicht zu helfen. Das hat Saskia deiner Bosheit zu verdanken. Du verdienst den Tod. Du könntest Triss auch dann nicht befreien, wenn du es zu ihr schafftest. Ich tausche Schillard gegen Triss. Was wird Jorvet dazu sagen, dass du Saskia im Stich gelassen hast? Grübel du lieber, was Jorvet mit dir macht, wenn er dich kriegt. Eine Blendung dürfte ihm nicht reichen. Du meinst wohl, Marigold ist eine Heilige? Du bist die Falsche, um über sie zu urteilen. Adieu, Eilhard. Hart, aber... Ich weiß nicht, ob's gerecht ist, aber... Nötig. Triss ist nun mal wichtiger. Zack, zack, Gesandter. Das ist doch absurd. Was willst du eigentlich? Triss treffen. Wie bist du hier reingekommen? Leg das Schwert weg. Erst, wenn ich dir die Kehle durchgeschnitten habe. Es liegt bei dir. Es gibt da einen Tunnel. Dann führ mich. Ich schätze mal hier lang, oder? Von wegen. Da ist eine Tür. Nee, aber das ist, glaube ich, falsch. Ja, wir müssen in die Richtung. Ah, Tunnel. Boah, kann der nicht schneller laufen? Wir speichern, während wir den Typen bedrohen. Das ist cool. Ach, das ist die Kanalisation. Kanalisation. Da, wo das Tor verschlossen war. Ihr erinnert euch?
War mal vor... In der letzten Folge, gerade mal vor 5 Minuten oder so. Der Tunnel dort links. Erstklassiger Fremdenführer. Weiter. Taps, 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 taps. Eine falsche Bewegung und die Sonne Nilfgaard sieht den Gesandten nie wieder. Meine Leute lassen dich doch hier nicht lebendig raus. Sofern du ihnen das nicht befiehlst, Gesandter. Mir ist, als würdest du genau das tun. Renuald Ebmatzen empfängt seine Befehle direkt vom Kaiser. Eher stirbt er, als dass er dir Merigold herausgibt. Dann stirbt er eben. Nicht er, sondern du. Es sei denn, du gibst mich frei. Noch ist es nicht zu spät. Du langweilst mich. Beweg dich. Was liegt dir denn an dieser Zauberin? Alles. Mach schneller. Hast du dich etwa in sie verguckt? Aus dem Weg, alle, sonst stirbt der Alte. Stehen bleiben! Ich scherze nicht. Ich weiß. Und ich rate dir, nicht zu zögern. Töte ihn. Denn wir werden keinen Meter weichen. Renuald. Dem, der mir den Kopf des Hexers bringt, wird der Verdienstorden verliehen. Guter Witz. Wie sie alle glotzen. Aber, Gesandter Fitz Österlin! Euer Exzellenz. Befehle aus der Hauptstadt. Geralt, dein Druckmittel ist gestorben. Jetzt muss ich euch alle umbringen. Oh, wie geil, ne? Worauf wartet ihr? Auf ihn! Der Typ ist so... Der ist so eiskalt. Der ist so super. Es lebe der Kaiser! Ja? Ich glaube, der ist bald tot. Es lebe der Kaiser! Ich glaube nicht. Wie geil, ne? Jetzt muss ich euch alle umbringen. Hey. Harter Tobak. Es lebe der Kaiser! Ja? Nee. Na also. Es lebe der Kaiser. Jetzt muss ich euch alle umbringen. Brief von dem vom Fitz Österlin. Zu Händen seiner Majestät des Kaisers. Meine Referenz, eure kaiserliche Majestät. Nach der jäh beendeten Visite bei Foltest, er möge in Frieden ruhen, werde ich nun plangetreu Hänselt meine Aufwartung machen und ihm dabei euer Angebot unterbreiten. Was heißt denn plangetreu? Oder plangetreu! Jetzt plangetreu! Getreu des Plans. Die politische Sympathien ändern sich mit jedem Stimmungsschwung. Gegen sie zu integrieren, kann man kaum als Politik bezeichnen. Auch Renuald Ebmatzen murrt gegen den barbarischen Norden. Ich wage zu bezweifeln, dass es eine gute Idee war, ihn herzuschicken. Es ist eurer kaiserlichen Majestät hoffentlich bewusst, dass ich Ebmatzen misstraue und den Verdacht habe, dass er etwas vor mir verbirgt. Als Diener eurer kaiserlichen Majestät der Österlehen. Nachdem sie die Folter ist. Okay, er war also erst bei Foltest, jetzt war er dann bei Hänselt. Okay. Und dieser App irgendwas ist dann wohl so eine Art Verbündeter. Die brauchen eigentlich überhaupt kein Zeug mehr. Es neigt sich alles hier dem Finale entgegen, Freunde. Merkt ihr es auch? Spürt ihr es auch? Ich hoffe, wir können... Besiege die Nilfgaarder ist unsere Quest. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, wir können die Nebenquest mit den Gargoyles noch machen, aber ich glaube, das wird nichts mehr. So, mach mal 2. Waldkauz erst wieder im Notfall, denn wir haben nur noch 17 Stück. Wir könnten vielleicht welche herstellen, aber so wichtig ist der auch nicht. So, lieber Geralt, auf geht's. Junger Mann. Nochmal speichern.
dann rennen wir den nächsten Soldaten. Das Tor ist geschlossen. In die Arme. Es muss doch einen Weg geben. Okay. Ich sehe eine Leiter. Das könnte helfen. Oh. Was? Wo? Hört ihr es auch? Hallo? Ich höre Kampf, aber ich sehe ihn nicht. Da oben sind die. Ich würde da fei gern hoch, bevor ihr anfangt zu schießen. Irgendwie muss ich mich schon wehren. Auf Nilfgaard! Für den Kaiser! So. Die waren recht widerspenstig, die zwei. So. Ich versuche das jetzt ein bisschen flüssig zu spielen. Es lebe der Kaiser! Damit will ich sagen, nicht immer rumzuwarten, bis wir looten können, weil es ist sowieso, wir haben 10.000 Gold, Freunde, es ist echt unnütz. Mir ist gerade wichtiger, dass die Story ein bisschen flüssig abläuft. Oh, mal nochmal speichern. Hast du wirklich geglaubt, du könntest hier so einfach reinspazieren? Jo. Mach den Kaiser stolz! Tötet den Kerl! Der war gut. Stirb, Nordling! Gammeltruppe! Stirb, Nordling! Wieso ich Nordling? Die Reihen der kaiserlichen Armee sind endlos. Okay, die Schwarzen sind die kaiserliche Armee, oder wie? Nilfgaard ist Kaiserreich. Sehe ich das richtig? Probier mal diesen Stahl. Oh Mist, das habe ich nicht geblockt. Aber der hier, der schleicht hier so am Rand. Den können wir mal kurz one-hitten. Krepier, du Hund. Das Kompliment kann ich nur zurückgeben. Au! Bist ja ein störrisches Vieh, Nordling. Lass mal den mal kurz leben. Achso. Dann können wir Gesundheit regenerieren, wollte ich sagen. Hier, du Hund. Hat sich erledigt. Repier, du Hund. Jetzt kann uns nur noch Quen helfen. Es lebe der Kaiser! Sowieso. X könnte uns auch noch retten, aber ich weiß nicht recht. Repier, du Hund. Oh, diese blöde Schwalbe heilt aber auch nichts, ne? Stirb, Nordling! Was machen die denn da für Pirouetten? Es lebe der Kaiser! Nein. War's das? Okay, das war's. Puh. Der Kampf war relativ hart. Aber auch nur, weil ich am Anfang nicht richtig aufgepasst habe. Ich gestehe. Na? So endlos waren die Reihen jetzt nicht, ne? Das waren 9 oder 10 Leute. Na, so um den Dreh. Ein paar mehr vielleicht. Den Beuteln nach waren es ein bisschen mehr. Freunde, sollen wir kurz Zeit abwarten? Damit unsere Gesundheit wieder voll wird, ist ja nervig sonst. Nehmen wir nochmal Tränke. Ich wollte jetzt echt nicht warten. Ist gerade so spannend alles. Was? Das hat nichts gebracht? Oh, guckt mal, wie wenig in 3 Stunden regeneriert wurde. Oh Mann. Naja, immerhin etwas.
Wir haben halt so super viel Energie, also Gesundheit. Und von daher dauert es halt übelst lang, bis die wieder aufgefüllt ist. Das nervt total. Ich hoffe, die tun jetzt Triss nichts aus Rache oder so. Gratuliere, Hexer. Das waren meine besten Leute. Deine Wahl hätte besser sein können. Oder deine Ausbildung. Auf einen Gegner wie dich waren sie nicht vorbereitet. Rück Triss heraus, wenn du dich nicht dazulegen willst. Du erstaunst mich. Wie kann man sein Leben für eine Hexe vergeuden? Sagen wir, wir stehen uns nahe. Natürlich. Du liebst sie. Darum riskierst du so viel. Aber du weißt nicht alles über sie. Mhm. Wovon redest du? Deine Freundin und die anderen Hexen haben sich gegen eure Herrscher verschworen. Mhm. Das ist jetzt eigentlich mir relativ egal. Oder? Ist uns das egal, Freunde? Ich weiß nicht, eigentlich schon, oder? Woher weißt du das? Aus berufenem Munde. Ihrem. Und wie habt ihr sie zum Sprechen gebracht? Indem wir ihr die Aussagen der anderen Logenmitglieder gezeigt haben. Ich bin nicht überzeugt. Das ist unwichtig. Meine Leute haben unterdessen Verstärkung geholt. Vielleicht kämpfe ich dann endlich gegen Männer. Zeit, dir die wahre Macht des Kaiserreichs zu zeigen. Mit halber Gesundheit. Ach nee, doch. Umzingeln! Es lebe der Kaiser! Nee. Voller Kaiser immer. Wah! Magier auch noch. Ich geh mal ein bisschen in Deckung hier. Auf Nilfgaard! Alter! Der ballert immer unser Schild weg. Menin Eide Thea! Der Kampf ist etwas härter. Es lebe der Kaiser! Auf Nilfgaard! Ein Schütze lebt noch. Irden, fang ihn mit dem Irden. Auf Nilfgaard! Das war Schieber. Ihr seid eine Schande für das Kaiserreich. Aber Schildträger, nach vorn! Ah nö, nicht die auch noch. Ich bin doch eh schon nur noch am Ausweichen und am Quent zaubern. Es lebe der Kaiser! Wisst ihr was? Das war X. Ah, das ist der Ed Metzen. Der ist das. Was macht denn der da eigentlich? Probier mal diesen Stab. Greift in die falsche Richtung an. Na komm schon. Ihr seid langweilig. Ich will kontern. Wieso können wir nicht kontern? Autsch. Ey, jetzt. Nee, jetzt will ich nicht sterben. Jetzt ist zu spät zum Sterben. Haben immerhin so gut wie gewonnen. Ich habe den Kaiser enttäuscht. Jo. Ich hab da gehört, dieses Piu war unser Quen. Als es aufgedingst ist, aufgebraucht wurde. Auf den letzten Meter können wir nicht mehr kontern. Sowas Dämliches. Auf den letzten Meter. Probier mal diesen Stahl. Na, endlich. Ich hab gedacht, es wird gar nichts mehr. Puh. Harter Kampf, Freunde. Aber so soll es ja auch sein. Aber schwer wäre ich gestorben. Zum Glück spielen wir auf normal. Nein, ich will nicht überlastet sein. Ich bin nicht überlastet. Geralt hat gute Nerven. Der ist nie überlastet. Oh Gott. Hm? Unser Schwert ist schlechter. Ah, nee, doch nicht. Nur um einen Punkt. Ist egal. Den Hammer leg mal auch weg. So,
So. Zeug einsammeln ist unnütz. Wir sind kurz vorm Durchspielen. Nein. Hat der was Cooles dabei gehabt? Nö. Langweiler. Ah doch, Nilfgaarder Harpyie, die ist besser. Die müssen wir nehmen. Hilft nix. Die braucht... Tja, wir haben keine Aufwertungen. Naja, egal. Ist nicht so wichtig. Hauptsache 58, wir können immer noch nichts. Moment. 258, wir müssen immer noch was wegwerfen. Ja, schmeiß mal weg, ist doch egal. Unser Schwert ist besser. Jo. So. Nochmal speichern. Achso, ich wollte den Text lesen. Der hatte einen Brief dabei. Zu Händen von Renuald Ebb. Was hat der für einen komischen Namen? Das war doch ein Mensch. Ich erkenne die Schlüsse an, die der Bericht zieht. Fitz Oesterlin hat versagt, es ist zu verhindern, dass seine Unfähigkeit meine Pläne gefährdet. Ich gestatte die Lösung des Problems auf beliebigem Wege. Ja, der Fitz ist Geschichte. Endlich, ich habe ihn gehasst, Freunde. Aber ich muss die Folge leider beenden. Das hilft nichts, denn... Moment, den lesen wir noch. Wir sind schon wieder bei 21 Minuten. Zu Händen seiner Majestät des Kaisers, meine Referenz. Den haben wir doch schon gelesen. Nee, wie eure kaiserliche Majestät es vorausgesagt haben. Die Gespräche mit Hänselt waren äußerst schwierig. Er hat den Vorschlag rundheraus abgelehnt. Mehr noch, mir scheint, dass die sogenannte Loge unter seinem Vorhaben schon bald nicht mehr dienlich sein wird. Derzeit werden die widerspenstigen Zauberinnen vom Hexer Geralt gebändigt. Doch meines Erachtens weiß Geralt schon entschieden zu viel. Wir werden ihn bald beseitigen müssen. Wenn die Verhandlungen in Lochmuin zu Ende gehen, werde ich eure kaiserliche Majestät umgehend über deren Resultate sowie über die Todesumstände des Hexers informieren. Guter Witz, ne? So, da ist leider nichts drin. Ah, Licht aus. So, die anderen sind alle zu. Die haben Türen an den Zelten. Ja, Freunde, wir müssen leider die Folge hier beenden. Muss ich. Ich komme nicht umhin. Aber wir sehen uns morgen wieder zu The Witcher 2 und ich bin schon gespannt, wie es jetzt weitergeht und zu Ende geht und wie geht's denn überhaupt, da ist Triss. Oh, ist das schön. Also, bis morgen, Freunde. Macht's gut.